Hallo, dann begrüße ich euch alle zum Vortrag von der Firma Travelworks zum Thema Sprachreisen im Ausland. Ich würde euch einmal ganz kurz bitten, dass ihr mir in den Chat vielleicht einmal ganz kurz ein Hallo schreibt oder aus welcher Stadt ihr zugeschaltet seid, nur damit ich sehe, dass der Chat auch funktioniert. Ansonsten würde ich euch bitten, den Chat erst am Ende des Vortrages nochmal zu nutzen, weil dann haben wir noch, hoffe ich, ein bisschen Zeit für Fragen. Ich würde sonst erstmal den Vortrag einmal halten. Und wenn ihr dann am Ende noch Fragen habt, wäre es ganz gut, wenn ihr das am Ende macht. Aber da sage ich euch dann nochmal ein kurzes Signal, wann wir damit starten können. Genau, jetzt haben wir erst zwei Leute was geschrieben. Vielleicht würde ich einfach nur kurz ein Hallo oder ein Signal schreiben. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass ihr mich auf jeden Fall hört. Ne? Super, okay, alles klar. Das funktioniert. Super. Prima, alles klar. Dann würde ich jetzt gerne mit der Präsentation starten. Also wie gesagt, wir sind die Firma Travelworks. Jetzt sitzt in Münster. Genau, wir sind ein zertifizierter Bildungsveranstalter mit Sitz in Münster. Wir haben noch ein zweites kleines Büro in Wien. Das ist aber eher ein Vertriebsbüro. Die Kollegin, die dort in dem Büro ist, ist mehr für Infotage und auch Interviews dort. Unser Team besteht aus 30 Mitarbeitern. Wir sind alle reisebegeistert, haben sehr viel Erfahrung, auch selbst mit Reisen. Und wir haben jetzt dieses Jahr unser 30-jähriges Bestehen. Mal gucken, ob wir das unbedingt auch feiern können. Auf jeden Fall haben wir alle sehr viel Erfahrung. In der ganzen Zeit, die es uns gibt, haben wir halt ein Netzwerk von anerkannten Partnern auf allen Kontinenten auf dieser Welt. Wir kennen die meisten Partner auch persönlich. Meine Kollegen und ich haben auch viele Partner und Länder schon selbst bereist und sind halt mit allen sehr eng. Wir sind Mitglied in verschiedenen Qualitätsverbänden, zum Beispiel in der International Au Pair Association und für die Sprachreisen halt im FDSV. Das ist der Fachverband der deutschen Sprachreiseveranstalter. Das erste Thema, zu dem ich euch ein bisschen erzählen möchte, sind die Erwachsenensprachreisen. Wir bieten die Sprachreisen ab 16 Jahren an, in einigen Fällen ab 18. Man kann die Sprachreisen ab einer Woche buchen, bis mehrere Monate. Also wir haben auch spezielle Langzeitkurse, die starten ab 12 Wochen. Und es sind immer fortlaufende Kurse. Das heißt, egal wie lange man den Kurs belegt, man wird nie was wiederholen. Ne? Man macht am Anfang einen Einstufungstest und wird dann entsprechend ins Level eingeteilt und bleibt halt wirklich die komplette Zeit in dem gleichen Level und lernt immer fort. Wir bieten die Kurse ganzjährig an. Eigentlich kann man jeden Montag starten, nur für Teilnehmer, die halt komplette Anfänger sind, gibt es wirklich feste Starttermine. In der Regel starten die Kurse montags. Im Jugendsprachreisebereich gibt es auch ein paar Orte, die Kurse oder die Aufenthalte immer von Mittwoch bis Mittwoch anbieten. Die Sprachreisen sind immer eine Kombination aus Sprachunterricht und Freizeitprogramm. Das heißt, die Sprachschulen bieten immer ganz viele Aktivitäten an, die man über die Schule buchen kann. Das ist immer ein guter Mix aus Kultur, Sport und Spaß. Wie gesagt, am Anfang macht jeder Teilnehmer einen Einstufungstest und wird dann entsprechend in das richtige Level eingeteilt. Und der Unterricht findet ausschließlich bei ausgebildeten Muttersprachlern statt. Also die sind wirklich ausgebildete Sprachlehrer. Die Sprachen, die wir anbieten, ist einmal Englisch. Die Sprachreisen bieten wir an in Großbritannien, in Irland, auf Malta, in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika. Ich denke, jetzt gerade in der Corona-Zeit ist es vielleicht auch ganz interessant zu gucken, was können wir überhaupt anbieten, was ist gerade aktuell überhaupt buchbar. Also wir müssen uns leider dieses Jahr mehr auf Europa konzentrieren.
Denn in viele ausländische Länder, wie zum Beispiel nach Australien, Neuseeland, gibt es Einreisesperren, die Grenzen sind halt komplett geschlossen. Wir können allerdings die Sprachreisen in Großbritannien, denke ich, nach Ostern wieder anbieten. Auch Malta in den USA ist die Einreise auch möglich mit für Teilnehmer, die ein gültiges Visum haben. Gleiches gilt für Kanada, da kann man auch mit einem gültigen Visum einreisen. Und Südafrika geht aktuell rein theoretisch auch. Da muss man halt jetzt auch einfach ein bisschen abwarten, wie sich die Zahlen entwickeln. Dann bieten wir an Spanisch in Spanien auf dem Festland. Dann haben wir eine Sprachschule auf Ibiza. Wir haben eine Schule in der Dominikanischen Republik, auf Kuba, Mexiko, Costa Rica, in Kolumbien, Argentinien und in Ecuador. Aktuell können wir die Sprachreisen auf dem spanischen Festland buchen. Und Costa Rica ist auch buchbar. Da sind die Corona-Zahlen okay und die Einreise ist mit einem negativen Covid-Test halt möglich. Für alle anderen Länder müssen wir einfach auch warten, wie die Lage sich entwickelt. Dann haben wir Französischsprachkurse in Frankreich und in Kanada. Hier können wir aktuell in Frankreich regionweise auch Sprachreisen vermitteln. Zum Beispiel geht aktuell Montpellier im Süden. Denn in Frankreich sind die Zahlen halt auch regional gesehen relativ unterschiedlich. Kanada ist theoretisch auch mit einem gültigen Visum buchbar. Dann haben wir Sprachreisen in Italien. Hier waren die Einreisen eigentlich auch immer möglich. Jetzt geht Italien auch wieder in den Lockdown. Ich denke, mit Italien können wir im Sommer wieder starten. Dann haben wir eine Sprachschule in Portugal, in Lissabon. Das ist aktuell Corona-bedingt leider nicht buchbar. Da müssen wir wahrscheinlich auch noch warten, bis die Zahlen sich ein bisschen entwickeln. Und dann bieten wir an Japanisch in Japan, in Tokio. Hier planen wir auch wieder ab Sommer. Also ich habe auch schon Teilnehmer, die für den Sommer gebucht haben. Es gibt in den Sprachschulen immer unterschiedliche Kurse. Der Standard- und der Intensivkurs, das sind allgemeinsprachliche Kurse. Das heißt, da geht es um Grammatik, Vokabeltraining, Aussprache, also alles, was so mit dem der Alltagssprache im Prinzip zu tun hat. Die Standardkurse belaufen sich meistens auf entweder so zwischen 15 und 20 Wochenstunden. Die Intensivkurse haben nachmittags einfach noch ein paar mehr Stunden. In der Regel hat der Intensivkurs entweder 30 oder 40 Stunden. In den Nachmittagsstunden liegt der Fokus meistens eher auf Konversationsklassen. In einigen Schulen kann man sich nachmittags auch spezialisieren. Zum Beispiel interessiert man sich für eine Prüfungsvorbereitung oder ist an Literatur interessiert. Oder ich möchte mich noch mal ein bisschen in Grammatik schulen. Gibt es halt nachmittags bei den Intensivkursen so Workshops oder spezielle Kurse, die ich dann zusätzlich auch belegen kann. Dann gibt es immer den Intensivkurs Spezial. Der Intensivkurs Spezial ist immer eine Kombination aus dem Standardkurs, also dem allgemeinsprachlichen Standardkurs, plus Einzelunterricht am Nachmittag. Der Intensivkurs ist immer gut für Teilnehmer, die sich in kurzer Zeit wirklich spezialisieren müssen oder sehr viel lernen möchten. Oft buchen es auch Teilnehmer, die zum Beispiel schon im Berufsleben stehen, die die Sprache nochmal für den medizinischen Bereich brauchen oder juristische Fachsprache benötigen oder Teilnehmer, die halt einfach vielleicht nur eine Woche Zeit haben und sich so einfach in den Nachmittagsstunden spezialisieren möchten. Dann gibt es immer Wirtschaftskurse. Das sind Kurse mit dem Schwerpunkt für Business English oder Wirtschaftsfranzösisch. Das ist meistens auch eine Kombination aus dem Standardkurs vormittags und nachmittags kommen dann halt noch diese spezialisierten Stunden hinzu.
Hier braucht man in der Regel schon recht gute Vorkenntnisse. Also wir empfehlen für diese spezialisierten Kurse immer mindestens ja, gutes Mittelstufenlevel, sag mal jetzt B1 ungefähr, ist halt Voraussetzung. Während der Sprachreise bieten wir unterschiedliche Unterkunftsvarianten an. Es gibt immer die Unterbringung in Gastfamilien. Das buchen viele, die einfach auch so einen Kulturaustausch möchten, die einfach neben der Schule die Sprache wirklich anwenden möchten, ein bisschen mehr von Kultur, von Land und Leuten mitbekommen möchten, einfach auch mal sehen möchten, wie lebt zum Beispiel eine Gastfamilie in Spanien oder in den USA oder so. Die entscheiden sich meistens für eine Gastfamilie. Bei den Gastfamilien ist in der Regel immer Verpflegung enthalten. Es gibt die Variante, einfach nur Frühstück bei der Familie zu buchen oder auch Halbpension. Bei der Halbpension-Variante dann kocht die Gastfamilie halt abends auch noch Essen. Das ist auch immer ganz nett, wenn man dann einfach immer mit der Familie zusammensitzt, ein bisschen Smalltalk halten kann, auch wenn es nur ist, wie war dein Tag, was hast du gemacht, was hast du dir angeguckt, aber so kommt man halt einfach nochmal dazu, die Sprache anzuwenden. Für Teilnehmer, die einfach ein bisschen unabhängiger sein möchten und nicht auf so einen Alltag in der Familie halt angewiesen sein möchten, bieten wir die Unterbringung in WGs an. Das sind einfach Wohnungen im Stadtgebiet, die die Schule angemietet hat. Man teilt sich die Küche und das Bad mit den Mitbewohnern und hat aber meistens ein eigenes Schlafzimmer. Dann gibt es in der Regel Wohnheime. Das sind dann so zentrierte Häuser, wo die einfach mehrere Sprachschüler miteinander wohnen. Das ist halt dann einfach zentriert an einem Platz und viele finden es ganz gut, weil man einfach viele Mitbewohner hat und eigentlich immer jemanden trifft, mit dem man dann was unternehmen kann. Für Teilnehmer, die ganz unabhängig sein möchten, bieten wir Studios an. Studios sind so kleine, ja, Einzimmer-Apartments, würde ich sagen, mit einer eigenen kleinen Küchenzeile und einem eigenen Bad. Da ist man dann eher für sich. Natürlich haben wir auch immer die Möglichkeit, Hotels oder Hostels zu buchen, wenn man halt keine der normalen Unterkünfte halt wünscht. Es gibt immer altersbezogene Kurse, die wir anbieten können. Da gibt es einmal die Kurse 16 plus. Darauf gehe ich gleich noch ein bisschen näher ein, wenn wir zum Junior-Programm kommen. Es gibt Kurse 30 plus. Da können wir halt garantieren, dass man in der Sprachschule nur mit Teilnehmern in den Kursen ist, die 30 aufwärts sind. Also man sitzt nicht mit 16, 17-Jährigen in den Kursen. Das finden viele einfach ganz gut, wenn man die gleichen Interessen hat und vielleicht auch einfach die Themen so ein bisschen altersbezogener sind. Dann haben wir das Programm 50 plus. Das sind spezialisierte Kurse. Meistens ist das der Standardkurs mit 20 Stunden. Und bei den Kursen ist immer ein komplettes Freizeit- und Kulturprogramm inklusive. Da gibt es immer feste Starttermine im ganzen Jahr und das ist wirklich für Teilnehmer, die halt schon ein bisschen älter sind und einfach mit Gleichgesinnten eher so den Fokus auf Kultur und den Spaß setzen und nebenher noch gerne ein bisschen die Sprache lernen möchten. Die meisten unserer Sprachschulen sind als Bildungsurlaub anerkannt. Der Bildungsurlaub, das ist ein Zusatzurlaub, den Arbeitnehmer von dem bekommen, um sich weiterzubilden. Da gibt es immer die Intensivkurse ab 30 Stunden. Die sind als Bildungsurlaub anerkannt. Wir bieten auch Zertifikatskurse an, in denen man sich auf die anerkannten Prüfungen vorbereiten kann. Für Englisch ist es einmal die Cambridge-Prüfung, die TOEFL-Prüfung, die IELTS-Prüfung. Hier gibt es beim Cambridge auch immer feste Starttermine und die Kurse laufen in der Regel über 12 Wochen und schließen dann komplett mit der Prüfung ab. TOEFL und das IELTS sind Prüfungen, die eigentlich ganzjährig angeboten werden. Da bieten die Schulen in der Regel halt die Prüfungsvorbereitung an und man absolviert die Prüfung dann immer privat im Prüfungszentrum in der Nähe.
Für Spanisch bieten wir die Prüfung Vela an. Da gibt es auch feste Prüfungstermine, meistens einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Dann gibt es DELF und DALF für Französisch und das AIEL-Prüfung für Italienisch. Wenn da irgendwie Interesse ist, dann einfach ganz gerne nochmal bei uns direkt melden. Ja, habe ich euch nochmal so ein paar Eindrücke zusammengestellt, wie so Unterkunft aussehen kann. Das ist zum Beispiel oben die Unterbringungsmöglichkeit in unserer Sprachschule in Kibara Beach in Australien. Unten Instituto de Idiomas Ibiza ist die Sprachschule auf Ibiza. Oben ist so eine Exkursion und unten seht ihr so eine typische Klasse. Ne? Meistens sitzt man so in dieser U- oder O-Form zusammen und es ist halt immer recht gesellig und es ist nicht so, dass der Lehrer halt vorne steht und die ganze Zeit redet, sondern es ist schon immer eine nette Atmosphäre in den Klassen. Das zweite große Programm, was wir anbieten, sind die Sprachferien. Die Sprachferien sind spezialisierte Kurse für Teilnehmer in den Ferien, also für Schüler. In der Regel sind die Teilnehmer bei dem Programm zwischen 8 und 17 Jahren. Und die Programme sind einfach auch ein bisschen kürzer buchbar, halt in den Ferien meistens von einer Woche bis 4 Wochen. Den größten Fokus legen wir auf die Sommerferien. Da finden auch die meisten Programme statt. Einige ausgewählte Schulen bieten halt auch Programme in den Herbst- und Oster- oder Pfingstferien statt. Die Programme starten in der Regel montags. Aber hier gibt es halt einige Programme, die halt von Mittwoch bis Mittwoch laufen. Diese Kurse sind halt altersspezifisch und sind immer eine Kombination aus Sprachunterricht und umfangreichen Freizeitprogramm. Hier ist das Freizeitprogramm allerdings schon vorgegeben. Das heißt, die komplette Woche oder die 2 Wochen, die man halt im Land ist, sind komplett organisiert. Das hat halt auch den Hintergrund, dass wir bei den minderjährigen Teilnehmern einfach eine Rundumbetreuung garantieren. Und so ist man einfach den ganzen Tag mit der Klasse zusammen, startet halt morgens komplett mit dem Sprachunterricht. Ist dann meistens gemeinsam das Mittagessen und hat dann nachmittags und abends einfach noch das Freizeitprogramm komplett inklusive. Auch hier macht jeder Teilnehmer den Einstufungstest zu Beginn. Und auch hier ist der Unterricht bei ausgebildeten Muttersprachlern. Aber die Betreuung ist halt hier, wie gesagt, einfach intensiver. Man hat meistens nochmal neben den Lehrer einen sogenannten Teamer, der einfach den kompletten Tag mit der Gruppe verbringt und einfach auch rund um die Uhr dann ansprechbar ist. Die Sprachferien bieten wir an in Großbritannien. Hier gibt es verschiedene Orte. Da rechnen wir auch damit, dass wir im Sommer eigentlich alle Programme anbieten können. In Irland haben wir eine Sprachschule in Dublin. Auch damit rechnen wir einfach im Sommer, dass es alles wieder anlaufen wird. Sowohl auch die Sprachreisen nach Malta. Für die USA und Kanada müssen wir einfach schauen, wie sich das mit den Einreisebestimmungen weiterentwickelt. Deswegen können wir zwar schon Sprachschüler oder Buchung annehmen, das müssen wir einfach ein bisschen beobachten. Da die Corona-Situation ja doch ein bisschen unsicher ist und auch viele Eltern, das wird gerade in diesem Jahr nicht so begrüßen, dass die Kinder ins Ausland gehen, haben wir auch in diesem Jahr neu nochmal 2 Camps in Deutschland, damit man halt einfach nicht so eine weite Einreise hat. Dann bieten wir an Französischkurse in Frankreich. Hier gibt es Programme meistens unten an der Côte d'Azur, die wir auch mit berechnen, dass es auch stattfinden wird. Dann haben wir Spanisch in Spanien. Ist eine Sprachschule in Valencia und eine in Cádiz. Hier haben wir auch schon einige Buchungen für den Sommer. Das wird unserer Ansicht nach stattfinden. Aber wir haben jetzt neu auch einfach
Reisen in der Schweiz dazu genommen, das ist Lausanne. Entschuldigung, damit die Anreise nicht ganz so weit ist und für die Eltern es vielleicht auch möglich ist, die Kinder mit dem Auto zu bringen. Lausanne selbst Englisch und Französischkurse. Im Sommer bieten wir das sogenannte Summer School Programm an. Das ist ein Programm speziell für Teilnehmer, die darüber nachdenken, ein Highschool-Programm im Ausland zu machen. Denn so kann man im Sommer einfach paar Wochen in den Ferien einfach schauen, wie sie ist. Das kann der Alltag an so einer Schule aussehen. Das ist dann auch immer verbunden mit Sprachkurs und Freizeitprogramm. Bei den Jugendkursen gibt es auch die Unterteilung in Standardkurs und Intensivkurs, ähnlich wie beim Erwachsenenprogramm. Hier, wie gesagt, gibt es noch spezielle Abiturvorbereitungskurse. Der Vorteil ist, dass man da tatsächlich wirklich einen Lehrer hat, der sich auf die Abiturthemen spezialisiert und auch so themenrelevanten Unterricht halten kann und auch spezielle Fragen beantworten kann. In den Abiturvorbereitungskursen ist man allerdings in der Regel wirklich in der deutschen Gruppe, weil in den anderen Kursen ist man ja immer international gemischt. Wir bieten bei den Juniorreisen das Multi-Activity-Programm an. Das heißt, Entschuldigung, zusätzlich zu den Sprachkursen bieten wir halt ein umfangreiches Sport- und Freizeitprogramm an, das wie gesagt schon im Preis enthalten ist. Bei den Sprachschülern im Sommer bieten wir die Unterbringung in Gastfamilien an. Hier ist man immer in Doppelzimmern untergebracht, weil wir es einfach für die jugendlichen Teilnehmer ein bisschen netter finden, wenn man halt nicht ganz allein in der Gastfamilie wohnt, sondern auch noch ein bisschen Anschluss hat. In den Zimmern werden immer zwei gleichgeschlechtliche Kinder untergebracht und wir achten bei der Belegung halt darauf, dass es immer zwei unterschiedliche Nationalitäten sind. Außerdem bieten wir auch hier die Unterkunft im Wohnheim an. In den Wohnheimen wohnen immer Betreuer von der Sprachschule, sodass man auch hier die komplette Betreuung halt und die Aufsicht halt garantieren kann. Und in den Wohnheimen kriegt man dann halt auch die Verpflegung. Jetzt komme ich noch auf den besonderen Kurs, das ist der Kurs 16 plus, den bieten wir halt auch nur in den Ferienzeiten an. Hier kann man je nach Level einfach auch mit älteren Teilnehmern gemischt sein, aber man hat einfach ein paar mehr Leistungen schon inklusive, wie zum Beispiel den Transfer vom Flughafen. Und wir haben schon immer zwei oder drei Aktivitäten pro Woche im Preis inkludiert. Und hier ist es halt so, dass man da jetzt nicht mit jüngeren Teilnehmern als 16 in den Kursen ist. Wir bieten immer die Bauchsprachreisen mit begleiteter Busanreise an. Das ist hauptsächlich in die Zielorte in Südengland und auch in die English Adventure Camps. Das ist nochmal so ein spezialisiertes Programm, was wir anbieten. Das heißt, da wohnt man in Camps, also in irgendwie so Freizeitcamps. Man hat immer den Sprachkurs und es ist halt ein sehr outdoor-lastiges Programm. Also das ist was für Teilnehmer, die wirklich Lust haben, draußen zu sein, sehr aktiv sind. Und bieten wir auch nur mit der begleiteten Busanreise an. Und dann gibt es, wie gesagt, das Summer School Programm. Das ist das Programm, wo man halt an der High School lernt. Hier seht ihr noch so ein paar Eindrücke von dem Jugendprogramm. Unten dieses Bild, das ist unsere Sprachschule auf Malta. Oben ist eine Aktivität am Strand. Ich schätze mal, es könnte Bournemouth sein. Unten klickt, das ist unsere Spanischschule. So ein paar Eindrücke von dem Jugendprogramm. Travelworks ist recht breit ausgestellt. Das heißt, wir bieten nicht nur Sprachreisen an, sondern wir haben noch weitere Programme, wie zum Beispiel Work and Travel,
das Praktikum im Ausland, freiwilligen Arbeitseinsätze, das Au-pair-Programm. Wir bieten Erlebnisreisen an und auch das Highschool-Programm. Wenn einer von euch da noch Interesse hat, dann meldet euch einfach gerne direkt bei uns im Büro. Hier seht ihr nochmal so ein bisschen die Programme Alter nach Alter aufgeteilt, was man mit in welchem Alter machen kann. Also ab 10 Jahren gibt es die Sprachreisen und die Adventure Camps in den Ferien. Ab 14 gibt es während der Schulzeit das Highschool-Programm. Und ab 17 kann man die Freiwilligenarbeit, die Erlebnisreisen und auch Praktika buchen. Und ab 18 zusätzlich alle Programme noch nach der Schulzeit, wie Work and Travel, Au-pair, aber natürlich auch Freiwilligenarbeitsprogramme bieten wir halt für Teilnehmer ab 18. Genau. Was spricht denn für uns als Firma Travelworks? Wie gesagt, wir haben jetzt dieses Jahr unser 30-jähriges Bestehen. Jeder Teilnehmer hat wirklich einen persönlichen Ansprechpartner, der von der Buchung bis zur Rückreise wirklich den Teilnehmer betreut. Wir haben alle so eigene Auslandserfahrungen. Wir haben ein recht vielfältiges Programm. Mit unseren Partnern im Ausland sind wir sehr eng verbunden. Wir kennen uns, wie gesagt, persönlich und haben sehr, sehr lange Partnerschaften und kennen halt unsere Partner und Schulen wirklich auch persönlich. Wir sind Mitglied in verschiedenen Qualitätsverbänden und haben auch schon verschiedene Auszeichnungen erhalten. Und bei uns hat jeder wirklich, kann jeder Komplettpakete buchen und wir arbeiten mit transparenten Preisen. Also wir haben keine versteckten Gebühren oder irgendwas. Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, uns oder unsere Partner wirklich 24 Stunden zu erreichen. Das heißt, es gibt immer eine Notfallnummer, die dann auch mit den Reiseunterlagen verschickt wird. So, ich sehe, die Zeit ist auch jetzt schon fast rum. Also ich glaube, es war jetzt ganz gut von der Zeit. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz in den Chat gucken, falls ihr noch irgendwie Fragen habt, die jetzt euch noch aufgekommen sind. Dann würde ich da einmal noch ganz kurz durchschauen. Also fragt jemand, welche Bundesländer und Lehrpläne bei den Abi-Kursen berücksichtigt werden. Es ist natürlich leider nicht so, dass der Lehrer jetzt von jedem Bundesland wirklich komplett die Pläne kennt. Also es wird eher auf Abitur vorbereitende, einfach so Abitur vorbereitende Themen eingegangen, die halt einfach bei allen relativ ähnlich sind. Also ein großes Thema ist ja immer Academic Reading und Writing. Das steht auf jeden Fall auf dem Fokus. Aber wie gesagt, es kann jetzt nicht auf jedes einzelne Bundesland eingegangen werden. Aber die Lehrer kennen halt so das grob das deutsche Abitur und wissen halt, was für Themen dann dran kommen können. Die Kosten sind wirklich, fragt jemand nach den Kosten. Das ist sehr unterschiedlich, wie lange man wirklich bucht, für welchen Ort man sich entscheidet. Also auf unserer Website findet ihr wirklich detailliert alle Preise für Kurse und Unterkünfte. Und da würde ich euch bitten, einfach mal auf die Website zu schauen. Hier fragt jemand, wie unsere Schule heißt. Also wir sind ja ein Spezialreiseveranstalter und wir arbeiten im Ausland wirklich mit privaten Schulen. Ne? Also das heißt, wir haben keine eigene Schule, die jetzt Travelworks heißt, sondern wir arbeiten wirklich gezielt mit internationalen Schulen zusammen, damit wir einfach auch gewährleisten können, dass die Teilnehmer vor Ort wirklich mit internationalen Teilnehmern zu tun haben und immer in einer internationalen Gruppe dann auch lernen. Genau. Ich sehe jetzt hier keine weiteren Fragen. Hier seht ihr nochmal unsere Website. Also hier fragt jemand, wie unsere Agentur heißt. Unsere Agentur heißt Travelworks. Unsere Website ist www.travelworks.de und hier findet ihr dann auch alle Infos zu allen Programmen, alle Preise. Nur wenn ihr dann Näheres wissen möchtet, könnt ihr auch einfach gerne nochmal eine E-Mail an unser Team schicken, an info@travelworks.de
Dann können wir einfach auch nochmal gerne gezielte Fragen beantworten und uns gerne dann nochmal kurz schließen. Genau. Habt ihr sonst noch Fragen irgendwie zu irgendwelchen Punkten oder seid ihr soweit zufrieden? Ja, dann freue ich mich, dass ihr an einem Donnerstagnachmittag euch die Zeit genommen habt, den Vortrag anzuhören. Ich würde mich freuen, wenn wir nochmal irgendwie in Kontakt treten, wenn ihr euch für eine Auslandsreise auch in dieser Zeit entscheidet. Aber wie gesagt, es ist wirklich, wirklich im Moment trotz allem auch eine gute Zeit, Sprachreisen zu machen. Da wir ja, wie gesagt, mich fragt jemand, ob wir auch Französischlehrer einstellen. Also wir arbeiten ja im Ausland mit privaten Sprachschulen und haben deswegen halt leider gar keine Möglichkeit, selber Stellen zu vergeben. Aber Sie können sich gerne oder du kannst dich gerne auch mal bei uns im Büro melden, weil dann kommt vielleicht auch Kontakt zu einer Schule im Ausland herstellen. Genau. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und genau, dann bis bald, hoffe ich. Tschüss.